Guten Morgen alle zusammen. Ich begrüße euch aus dem Tunnel in Darmstadt. Der Tunnel. Ja, ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Zumindest hoffe ich das erstmal. Heute möchte ich euch zeigen, wie es meiner kleinen Lieben erlaubt wird, 2 weitere Jahre zu fahren. Zappa, zappa, zappa. Ja, hier bimmeln die Glocken. So sei es. Darmstadt scheint ziemlich religiös zu sein. Hier bimmelt es jeden Tag 9-mal. Schon heftig. Ja, heute will ich euch zeigen, wie meine kleine TÜV bekommt. Und dazu fahre ich zu meinem TÜV-Experten nach Michelstadt. Und nach dem ganzen Spektakel fahren wir hoffentlich noch mal eine Runde. Wenn die Kleine hier alles gut durchsteht und es keine Mängel oder sowas gibt. Weil ich glaube, ich habe kaum noch Bremsbeleg. Aber keine Ahnung. Muss man mal überprüfen. Zumindest als ich das Moped gekauft habe bei 10.000, waren hinten noch sehr viele. Da war es hinten noch voll. Also der vor mir, der hat vorne voll runtergefahren und hinten kaum. Und ich bremse sowieso sehr viel hinten. Daher hat das gepasst. Und wir haben ja heute einen ordentlichen Ostwind ist das. Ja genau, wir fahren nach Osten. Bin ich mal gespannt, wie es uns heute wegfeuert. Und was gibt's sonst noch zu erzählen? Jetzt haben wir schon wieder Anfang Mai. Ich habe gedacht, ich fahre dieses Jahr schon viel mehr. Das ist ja jetzt gerade das zweite Mal richtig fahren. Boah, das kann man ja nicht als richtiges Fahren bezeichnen. Naja, schon bis zum Rhein da, dieses kleine Türchen. Das war mal so zum Eingewöhnen, ne? Und es hat auch schon Spaß gemacht. Logo. Aber was sage ich da? Es hat Spaß gemacht. Und ja, dann Anfang Juni, 5. Juni, glaube ich, fahren wir los. Da geht es dann Richtung Südfrankreich, ne? Zu den Schluchten von Ardèche. So heißt es übersetzt. Wieso sage ich das übersetzt? Weil ich es in Französisch nicht aussprechen kann. Genau. Grün, grün, grün sind alle meine Jacken. Oh Leute, ich kann euch sagen, es ist sehr windig. Und der Wind kommt genau aus die Richtung, wo ich hinfahre. Voll abgefahren. Also bei 110 habe ich normalerweise nicht so einen Wind hier auf der Vorderfresse. Ich habe schon wieder Angst um meine Reifen. Ne? Je mehr Luftwiderstand, desto mehr Schlupf gibt's. Ah Mann. Ich glaube, ich hätte mir doch andere Reifen kaufen sollen. Jetzt habe ich ständig in der Sorge, dass die gerade abgefahren werden. Mann, 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 Mann. Naja. Naja, wir schauen mal. Ich weiß auch gar nicht, wie windig es ist. Wie laut es ist, meine ich. Ich weiß genau, wie windig es ist. Sehr windig. Aber die Luft ist sehr warm, wenn ich hier vorne aufmache. Das tut gut. Das ist mal wieder richtig schön. Und ich bin mir noch nicht so sicher. Ich finde das Ganze ein bisschen komisch. Also im Mai gleich so ein Sommertag und noch kein Frühling. Naja, alles ist im Wandel. Ne? Nichts ist stetig. Aber wir fahren ja nicht mehr lange auf dieser Straße und dann geht's runter. Aber sehen wir uns später. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ah, guck mal, wer wir da eingesammelt haben. Die kamen gerade alle bei der Einfahrt raus. Die kamen gerade alle aus der Auffahrt raus. Das sah voll abgefahren aus. Scheiße, dass ich nicht früher gedrückt habe. Und hier wünsche ich mir wieder diese tolle Funktion, die immer mitläuft. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt gleich. Kostet ja auch Akku, ne?
Na gut, wir müssen jetzt hier gleich raus. Jedenfalls sah die, wie die alle in einer Kette da rausgeschossen kamen, sah echt abgefahren aus. Und wir sind jetzt auch gleich an unserer Ausfahrt. Die werden wohl auch da alle rausfahren. Ah, weiß nicht. Na gut, wieso sollten sie? Wir werden so bestimmt Landstraße fahren. Ah, wir fahren jetzt mal hier raus. Schon wieder voll viel Fliegen auf dem Senkel. Auf dem Helm. Das ist eine fiese Kurve hier. Du kannst einfach ausfahren und musst gar nicht diesen... Ich finde es total irritierend, dass da schon dieses Vorfahrtsschild steht, obwohl man erstmal hier rausfahren kann. Achso, was gibt es nochmal Neues? Ich habe eine neue... Hör mal hier auf, dann grüßen die Shopperfahrer nicht, wenn man ein geschlossenes Visier hat. Weil das ist ja Visier, ist ja getönt. Und das ist für die, glaube ich, das erachten die als unpersönlich, wenn du die mit einem geschlossenen Visier grüßt. Dann kannst du denn ja, du kannst ja gar nicht erkennen, ob du Feind oder Freund bist. Dann kannst du mir dann die Augen sehen. Deswegen musst du immer das Visier hochmachen. Ja, ich habe eine neue, Skimaske, wollte ich jetzt gerade sagen. Nee, eine Sturmhaube für den Sturm. Dafür ist die Sturmhaube gut und gerade ist Sturm. Haha, habt ihr das gesehen? Wahnsinn. Da war ich lange im Lewis, wollte eigentlich nur Kettenfett kaufen. Und wie das so ist, wenn der Motorradfahrer shoppen geht, der kann einfach nicht mal an einem Regal vorbeigehen. Ne? Es gibt immer irgendwas, was man noch kaufen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ach hier, ich brauche sowieso eine neue Sturmhaube. Guckst du mal. Aber eigentlich hat das ja wieder nichts mit Shoppen gehen zu tun. Habe ich ja gebraucht. Ne? Ah, jetzt ist aber ziemlich windig. Ich muss mal runter machen. Wenn der nächste kommt, mache ich es wieder hoch. Ja, da war ich da im Lewis und habe mir die Sturmhauben angeguckt. Da gab es welche mit Polyester, welche aus Seide. Und ich wollte natürlich eine aus Baumwolle. Die waren aber, da gab es nur welche mit diesen Augenschlitzen. Und ich wollte eine, wo gesichtsfrei ist. Und die waren irgendwie, die schwarzen waren alle. Weiß wollte ich irgendwie nicht. Obwohl, weiß, wieso? Das hätte, ach nee, weiß. Na, hätte man mal ausprobieren. Vielleicht kaufe ich mir noch einen in weiß. Aber ja, habe ich viele ausprobiert. Habe mir dann für eine für mit Polyester erstmal entschieden, geht zur Kasse vorbei und dann stehen da an der Kasse so ein Behälter mit ganz vielen Sturmhauben drin für 2,50 Euro. Und vor der Kasse, 3 Meter, gab es Sturmhauben für 10 bis 15 bis 20 Euro. Das musst du dir mal geben. Das ist schon lustig. Okay, ich habe die andere nochmal weggestellt und die für 2,50 Euro ausgepackt und begutachtet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich jetzt hier nicht durchfahre, sondern mich ganz hinten anstecke. Sturmhaube her. Da habe ich da eine schöne Sturmhaube gekauft für 2,50 Euro und die sitzt so an, die ist so geil. Die sitzt richtig eng. Das ist wie ein... wie eine eng anliegende Unterhose auf dem Kopf. Ja. Also das neue Gefühl. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war jetzt beim Friseur, jetzt habe ich wieder weniger Haare. Da ist der Helm irgendwie, sitzt dann auch nicht mehr so straff, finde ich. Na, jedenfalls ziehe ich ja deswegen die Sturmhaube auf. Wie es passt halt, ne? Meistens braucht das Ding bombenfest und bei dem anderen darf er gerne sich noch ein bisschen bewegen. Guten. Und das muss sein. Oh, geil. Oh. Richtig gut. Wir fahren da jetzt mal vorbei. Ja,
Ja, wir fahren heute die unschöne Strecke. Die langweilige. Weil ich habe irgendwie kein. Das andere dauert einfach zu lange. Das kann ich mir nicht geben. Wir haben ja Termin, ne? Wir haben ja Termin ausgemacht. Von daher kann man nicht einfach übertreiben. Man kann nicht immer alles haben. Ne? Kann ich noch ein bisschen Kurve fahren. Zack. Was ich auch schon die ganze Zeit scheue, die Investition eines neuen Visiers. Oder zwei neuen Visiers. Zwei neue Visiere. Weil das ist ein Kostenpunkt. Ich habe mir überlegt, ob ich mir mal so ein goldenes kaufe. Ich wollte mir ja erst letztes Jahr im Sommer war ja noch der Raptor bei mir. Und da haben wir uns mal neue Helme angeguckt. Ei, was ist denn heute los? Warum geht das Ding so ab, ey? Wahnsinn. Und ich muss sagen, es gibt keinen Helm, der mich wirklich zu 100% zufriedenstellt. Und jedenfalls wollte ich jetzt demnächst nochmal neue Visiere hierfür kaufen, weil ich mir mal gesagt hatte, wenn ich fahre, wenn ich mit was Motorisiertem unterwegs bin, dann will ich immer dafür sorgen, dass meine Sicht glasklar ist. Also sowohl Brille als auch Scheibe. Soll da nix. Soll da keine Verschlechterung in Form von Kratzen und sowas geben. Dass da Mücken drauf sind, das kann man ja verstehen, aber so Kratzer und sowas sind scheiße. Und jetzt habe ich das schon wieder total rausgezögert und komme meinen eigenen Bedingungen nicht nach. Das ist scheiße, wenn man seine eigene Regel nicht befolgt. Das hat da auch was mit Selbstdisziplin zu tun ich scheue halt die Kosten für so ein verspiegeltes Visier. Das sind 90 Euro, glaube ich, kostet der Scheiß hier noch für den Helm. Und dann nochmal so ein Pinlock, das brauche ich schon. Wenn wir auf den Berg fahren, da wird es ein bisschen kälter, dann läuft die Scheiße an. Das ist nicht so schön. Und das nehmen wir an 30, das wären dann schon wieder 120. Dann zweimal dieses Pinlock-Ding für 20, das sind dann 40, sind wir 170 Euro nur für so ein Visierscheiß. Das müsst ihr euch mal geben. Also das ist schon ein bisschen bekloppt. Jedenfalls scheue ich das, aber ich werde es dann jetzt, ich muss das noch eintüten. Wahrscheinlich heute Abend gucke ich mal, was es so auf dem Markt gibt an Zeugs und dann stelle ich mir mal was. Das ist ja schon irgendwie affig. Gut. Schauen wir mal, was so ist. Achso, was zu der Strecke hier, die ist zwar monster toll hier, aber überall nur 70, kann man sich ja vorstellen, guckt ihr euch mal an, wie die gebaut ist. Wenn sie statt diesen komischen Lappen da einfach und diesen 9000 Schilder, die hier stehen, hier unten mal so einen 100 Fahrschutz dran gemacht hätten, ich weiß ja nicht. Ja, dann werden die Leute halt die langen hacken und dann werden sie sich öfters zerlegen. Ist auch keine Lösung. Na gut, sehen wir uns bei der 2-Jahres-Untersuchung wieder für Motorrad. Bis gleich. Ah, hier waren Rinder. Habt ihr das gesehen? Und gleich wieder Zeug auf die Scheibe geknallt. Wahnsinn. Was ich noch sagen wollte, was ich eigentlich immer, also fange ich ja jeden Satz an, wenn ich da drauf drücke, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich bin ja noch nominiert für 10 Dinge, die ich an meinem Motorrad hasse. Und ich habe mal angefangen, so mir alles aufzuschreiben. Ich habe es natürlich in mein schlaues Diktiergerät eingesprochen. Und ich bin bisher nicht weitergekommen als 3 oder 4 Sachen, die ich mir irgendwie zusammengekratzt habe, die im fernsten Sinne irgendwie schlecht sind. Also das steht noch aus. Warum habe ich denn jetzt hier den ersten geschaltet? Das ist doch absoluter Kacke. Was mache ich denn hier? Voll verschaltet habe ich mich. Bling. Und ja, ich bring's irgendwann raus, aber ich bin mir nicht sicher wann. Ich muss noch ein bisschen sammeln. Ich denke, das ist ja nicht zeitlich das kann man ja machen, wann man will. Am Ende, wenn ich es verkaufe, vielleicht habe ich dann so in 10 Jahren oder so, da habe ich dann genug Gründe. 10 Dinge, die mich aufwünschte.
dass es jetzt nicht mehr so viel Geld wert ist. Dass es kaputt gegangen ist. Nein, keine Ahnung. Okay, gut, wir werden es sehen. Ich bin ja bald da. Das Video hat bestimmt jetzt schon Überlänge. Ihr merkt schon, ich spreche auch viel schneller als sonst. Ich will das alles ein bisschen in den zeitlichen Rahmen lassen. Deswegen machen wir jetzt hier wieder mal einen Cut. Und aber das, bis dahin habt ihr es auf alle Fälle gesehen, weil das, da hatte ich jetzt auf alle Fälle, das seht ihr, habt ihr ja schon gesehen. Und alles andere, was ist denn grün aus? Hier, die nehme ich. Und alles andere werden wir dann sehen, wenn der Frank zustimmt oder nicht. Ich glaube, der ist immer für Neues offen. Und von daher denke ich, ist alles im Rahmen.